Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jungle Yoga Flow hier im wunderschönen Santa Teresa in Costa Rica mit Ausblick auf den Dschungel und das Meer im Hintergrund, dass man vielleicht auch ein bisschen Rauschen hört. Nimm dir jetzt erstmal Platz auf deiner Matte, streck dich einmal lang, mach deine Wirbelsäule lang, bring deine Hände dann vor dir zusammen. Und leg die Hände dann auf den Knien ab und schließ für einen Moment deine Augen. Wir wollen erstmal hier im Moment ankommen. Schau mal, dass deine Wirbelsäule wirklich aufrecht ist, dass der Kopf locker auf dem Nacken sitzt, dass du keine Extraspannung mehr in den Schultern trägst. Versuch deine Gesichtsmuskulatur zu entspannen, die Augenlider locker werden zu lassen, den Kiefer zu lockern. Und dann atme nochmal einmal tief durch die Nase ein und laut durch den Mund wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein. Und laut durch den Mund wieder aus. Und dann lass deine Atmung erstmal ganz von alleine laufen. Und öffne dann langsam deine Augen. Nimm deine Hand ruhig mal vors Gesicht und beginne mal deine Hand so richtig anzuhauchen. Als würdest du einen Spiegel anhauchen, damit er beschlägt. Genau, das ist deine Ujjayi-Atmung. Du hörst dabei so ein kleines Geräusch hinten in deiner Kehle. Dann schließ deinen Mund und versuch weiterhin einen imaginären Spiegel anzuhauchen. So ein kleines Rauschen, das in deinem Kehlkopf entsteht, das wahrscheinlich nur du hören kannst. Das ist dein Ujjayi-Atem oder auch der Ozean-Atem, der dir hilft, während der Yoga-Praxis dein Nervensystem ein bisschen zu beruhigen und auszubalancieren. Also immer wenn du dran denkst, kannst du diese Ujjayi-Atmung mit einfließen lassen. Bei jedem Ausatmen so ein kleines Geräusch im Kehlkopf. Dann beginn jetzt hier erstmal langsam deinen Kopf von einer Seite zur anderen zu kreisen. Bring das Kinn immer runter auf die Brust und schau dann weit zur einen Seite und dann beim nächsten Mal rüber zur anderen Seite. Wir wollen erstmal den Nacken ein bisschen auflockern. Und in den Körper hineinspüren. Wunderbar. Dann lass dein Kinn mal unten auf der Brust und beginne mal die Schultern hochzuziehen und nach hinten zu rollen, während du den Kopf wieder hochrollst und beginne jetzt ganz langsam mal deine Schultern zu kreisen und wirklich auch in diesen Part deines Körpers zu spüren, mal alle Spannungen zu lokalisieren. Und denk auch gern wieder an deine Ujjayi-Atmung mit jedem Ausatmen. Dieses kleine, beruhigende Ozeangeräusch in deiner Kehle. Und dann beginn jetzt langsam mal deinen Brustkorb zu kreisen. Lass dein Becken fest am Boden und beginn einfach deinen Rippenbogen kreisförmig darüber zu bewegen. Da gibt es gar kein richtig oder falsch, es soll sich einfach gut anfühlen. Du darfst merken, wie zwischen den Rippen und an den Seiten so ein bisschen Platz entsteht. Und auch da darfst du einfach dem Rhythmus deines Atems folgen. Es kann natürlich schneller oder langsamer sein als bei mir. Dann kommst du langsam zurück, atmest nochmal tief ein, bringst die Arme nach oben und mit der Ausatmung lehnst du dich mal weit rüber zur rechten Seite.
und kippst dann nach vorne in die Vorwärtsbeuge, rollst dich wieder hoch, atmest ein, ziehst die Arme lang und mit der Ausatmung gehst du weit links rüber und rollst nach vorne. Wunderbar, atme ein, komm wieder nach oben und wiederhol nochmal zur rechten Seite, atme aus, kipp nach vorne. Roll dich Wirbel für Wirbel hoch, atme ein, zieh dich lang, atme aus, komm rüber zur Seite und kipp nach vorne. Atme ein, roll dich wieder hoch, bring die Arme jetzt zur Seite auf Schulterhöhe, öffne mal den Brustkorb, atme aus, zieh den Bauchnabel nach hinten und bring die Schulterblätter auseinander. Atme wieder ein, dreh die Daumen nach hinten, öffne die Arme, öffne deinen Brustkorb, atme aus, mach den Rücken rund, zieh den Bauchnabel nach innen. Wiederhol das auch nochmal im Rhythmus deines Atems. Wir wollen wirklich die Wirbelsäule in alle Richtungen mal aufdehnen und ein bisschen massieren. Und dann bring langsam die Hände mal hinter dich, verschränk deine Hände hinterm Körper und öffne nochmal deine Brust. Richte dich schön auf und löse das Ganze dann langsam wieder auf. Bring die Arme zur Seite und bring mal deine Hände auf den Hinterkopf und lass mit der Ausatmung das Kinn nochmal zur Brust fallen. Lass die Ellbogen nach vorne sinken. Gib nicht zu viel Druck in den Nacken. Nur das Gewicht deiner Hände reicht schon aus. Und lass die Muskulatur im Nacken mal richtig locker und weich werden. Dann löse langsam auf und finde mal auf deiner Matte in den Vierfüßlerstand. Bring deine Knie auseinander, die Zehenspitzen zusammen und setz dich nach hinten ins Balasana, deine Stellung des Kindes. Leg die Stirn auf der Matte ab. Zieh mit den Fingerspitzen weit nach vorne, während du das Becken schwer auf die Fersen sinken lässt. Und atme noch ein paar Mal tief durch. Komm dann mit der nächsten Einatmung hoch. Bring dein Becken nach vorne und drück dich mit der Ausatmung wieder nach hinten. Wellenförmig kommst mit der Einatmung nach oben. Mit der Ausatmung drückst du dich von der Hüfte wieder nach hinten. Nutz auch hier gern deinen Ujjayi-Atem, wenn du ausatmest, dieses kleine Geräusch im Kehlkopf und massier weiterhin deine Wirbelsäule. Atme ein, komm wieder nach vorne und diesmal legst du deinen ganzen Körper auf der Matte ab, kommst in eine kleine Kobra und legst dann den Kopf auch auf der Matte ab, drückst dich langsam wieder nach oben und schiebst dich nach hinten ins Balasana, Stellung des Kindes. Wiederhol nochmal, atme ein, komm nach vorne, leg das ganze Becken und den ganzen Körper auf der Matte ab, kleine Kobra. Atme aus, leg dich ganz ab, atme ein, zieh erstmal den Kopf raus, Schultern weg von den Ohren, drück in die Hände und drück dich nach hinten ins Balasana. Wellenförmig rollst du dich wieder nach vorne, lässt erst das Becken sinken, dann den Bauch, dann den Oberkörper, dann den Kopf. Und mit der Einatmung gehst du genau umgekehrt, wieder Kopf, Oberkörper. Bleibst dann für einen Moment hier, vielleicht magst du vielleicht auch die Hände 1 cm vom Boden lösen und dann drückst du dich nach hinten nochmal zurück in deine Balasana-Stellung des Kindes. Bring die Hände jetzt unter deine Schultern und roll dich nach oben. Zieh die Arme über die Seite hoch über den Kopf und mit der Ausatmung schiebst du die Arme wieder nach vorne, kommst jetzt nach vorne wieder auf den Bauch, ziehst dich nach oben. Und mit der Ausatmung schiebst du dich nach hinten, Balasana, bring die Hände unter die Schultern, atme ein, zieh dich hoch, bring die Arme über den Kopf. Atme aus, lass die Arme sinken, schieb sie nach vorne, komm nah über der Matte nach vorne auf den Bauch, einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, aus, nach hinten, Balasana. Bring die Hände unter die Schultern, roll dich hoch, ein, zieh dich lang. Aus, lass die Arme sinken, komm nach vorne, roll dich nach vorne, kleine Kobra oder heraufschauender Hund und komm diesmal in den Vierfüßlerstand. Platziere dich so, dass die Knie genau unter den Hüften sind und die Hände genau unter den Schultern.
streck jetzt dein rechtes Bein nach hinten aus und beginne erstmal so ein bisschen vor und rück zu wippen. Und heb dann dein rechtes Bein vom Boden ab und kreis erstmal dein Fußgelenk. Versuch aber dabei, das Becken gerade zu lassen, also beide Hüftknochen gleich weit weg vom Boden. Und kreuz dann das rechte Bein übers linke drüber und schieb dich tief und bring das rechte Bein jetzt zur rechten Seite. Und wieder zurück, kreuz das rechte Bein weit nach links, schieb dich nach hinten, kreuz das rechte Bein weit zur rechten Seite. Versuch dabei, deinen Bauchnabel immer nach innen gezogen zu lassen, um deine aktive Körpermitte zu finden und deinen Atem fließen zu lassen. Bring das rechte Bein jetzt wieder nach rechts, dreh den Fuß aus und lass das Knie nach außen zeigen. Jetzt schiebst du einfach dein Becken mal so ein bisschen rechts und links. Kommst dann einmal ganz nach oben auf dein linkes Knie und rechten Fuß, bringst den rechten Arm zum rechten Unterschenkel und öffnest deine linke Körperseite weit zur Seite und legst dann die linke Hand auf der linken Seite ab und kommst in eine Variation des Side Planks, beide Hände übereinander. Dann setzt du dich nach hinten auf deinen linken Fuß, der rechte bleibt an der Seite und streckst die Arme nach vorne wie in einem Balasana. Komm dann langsam wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand und komm in Katze und Kuh, um hier wirklich nochmal Wirbelsäule auszubalancieren und beginne dann links das Bein nach hinten zu strecken und erstmal ein bisschen vor und rück zu wippen. Dann hebst du das Bein ab und drehst ein paar Mal dein Fußgelenk. Wie auf der anderen Seite auch, beginnen wir jetzt das Bein zu kreuzen. Linkes Bein rüber nach rechts, du schiebst dich nach hinten, sinkst dein Becken tief, dann linkes Bein rüber nach links. Im Rhythmus deines eigenen Atems kannst du das ein paar Mal wiederholen. Versuch ganz bewusst nicht unbedingt meinem Tempo zu folgen, sondern schau mal wirklich, was für dich gut ist. Dann bringst du den linken Fuß zur Seite, drehst die Fußspitze nach außen und beginnst auch hier wieder das Knie zu beugen und zu strecken, um die Hüfte ein bisschen hin und her zu schieben. Dann ziehst du den Fuß wieder nach vorne, kommst nach oben auf dein Knie, streckst dich lang, linke Hand aufs linke Bein und du öffnest die rechte Körperseite. Dann bringst du von hier langsam die rechte Hand rüber auf die rechte Seite, genau unter die Schulter in einer Linie mit Fuß und Knie. Und kommst in diese unterstützte Variation des Side Planks. Dann setzt du dich nach hinten. Einbeinige Balasana-Variation. Find hier nochmal deine Ujjayi-Atmung. Und dann komm langsam wieder nach oben. Bring dein Bein zurück. Finde deinen Vierfüßlerstand und setz dich nach hinten ins Balasana. Von hier kommst du nahe über die Matte nochmal nach vorne, legst deinen Körper ganz ab, drückst deine Hände in den Boden und findest eine kleine Kobra. Dann drückst du dich wieder nach oben, stellst deine Fußspitzen aus und kommst mit der Ausatmung nach hinten in deinen ersten herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Fang mal an, ein bisschen hier zu laufen, einfach um die Beinrückseiten zu aktivieren. Und roll dich dann Wirbel für Wirbel nach vorne ins Brett, leg die Knie ab, die Brust und das Kinn, Ashtangasana. Mit der nächsten Einatmung rollst du dich nach vorne, kommst in eine kleine Kobra. Mit der Ausatmung drückst du dich nach hinten zurück in den herabschauenden Hund. Bei der Bewegung kannst du wieder an eine Welle im Meer denken, roll dich nach vorne ins Brett, Knie, Brust, Kinn, Ashtangasana. Komm nach vorne in eine kleine Kobra und drück dich wieder nach hinten, herabschauender Hund. Atme ein, roll dich wieder nach vorne, atme aus, Knie, Brust, Kinn. Atme ein, roll dich nach vorne, heraufschauender Hund oder kleine Kobra. Und drück dich nach hinten hier noch einmal ins Balasana. Und komm dann langsam nach oben in einen Vierfüßlerstand. Stell die Fußspitzen auf und bring jetzt einfach mal nur die Knie vom Boden weg. Drück dich ein bisschen nach hinten und beginn mal die Knie von einer Seite zur anderen zu drehen. Also ein bisschen Bewegung auch zu finden.
in der Hüfte und dann läufst du langsam Schritt für Schritt nach vorne. Du kannst die Knie noch leicht gebeugt lassen, lass den Kopf mal hängen, fass deine Ellbogen und komm einfach mal in diese Vorwärtsbeuge. Und dann langsam beugst du die Knie, rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, bringst die Arme über die Seite hoch und vor der Brust tief. Sehr gut. Atme ein, bring die Arme wieder hoch. Atme aus, komm in deine Vorwärtsbeuge. Atme ein, beug die Knie, roll dich nochmal nach oben, Wirbel für Wirbel, streck die Arme über den Kopf. Und atme aus, komm direkt wieder nach vorne, Vorwärtsbeuge. Roll dich wieder hoch, Arme über den Kopf. Und atme aus, Vorwärtsbeuge. Roll dich wieder nach oben, atme ein, streck dich lang. Und atme aus, Vorwärtsbeuge. Super. Beug jetzt mal dein linkes Bein, bring die linke Hand zum Boden und öffne die rechte Hand weit nach oben. Und wechsel dann die Seite, beug das rechte Bein, rechte Hand zum Boden, linke Hand nach oben, komm wieder zurück. Von hier kommst du in eine halbe Vorwärtsbeuge, bringst die Hände auf die Schienbeine, langer Rücken. Und dann beugst du ja langsam die Knie und streckst mal auch die Arme nach vorne, Handflächen schauen sich an und atme aus wieder in die Vorwärtsbeuge. Bring Gewicht auf deine Hände und steig jetzt erst mit dem linken Bein nach hinten. Und bring dann das rechte Bein dazu in deinen herabschauenden Hund. Atme ein, bring das rechte Bein nach oben, lass die Hüfte noch gerade. Atme aus, bring das Knie nach vorne und steig mit dem rechten Fuß zwischen deine Hände. Bring beide Füße zusammen, Vorwärtsbeuge, ein in die halbe Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Beug nochmal die Knie, streck die Arme wieder nach vorne. Und aus, lass den Oberkörper sinken, Vorwärtsbeuge. Platziere die Hände am Boden, steig jetzt mit rechts nach hinten. Und steig mit links nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme ein, bring das linke Bein nach oben, lass deine Hüfte noch parallel. Atme aus, komm nach vorne, steig zwischen deine Hände mit dem linken Bein. Und bring auch dein rechtes Bein nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge, beug wieder die Knie, streck die Arme nach vorne, lass den Kopf zwischen den Händen. Handflächen schauen sich an. Atme aus, Vorwärtsbeuge, beug die Knie und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bring die Arme über die Seite hoch und vor der Brust tief. Löse deine Arme einmal auf, sodass die Handflächen nach vorne zeigen. Finde ein ganz aktives Tadasana, öffne die Arme nochmal über die Seite nach oben und atme aus in deine Vorwärtsbeuge. Beug deine Knie, komm wieder in diese Variation der halben Vorwärtsbeuge, atme aus. Steig jetzt mit links nach hinten in ein tiefes Lunge und mit rechts dazu in den herabschauenden Hund. Atme ein, bring das rechte Bein nach oben, lass die Hüfte parallel, atme aus, steig mit dem rechten Bein nach vorne zwischen die Hände. Schließ das linke Bein, komm zurück in die halbe Vorwärtsbeuge, aus, ganze Vorwärtsbeuge, steig mit rechts nach hinten, steig mit links nach hinten in den herabschauenden Hund, atme ein linkes Bein nach oben, atme aus, großer Schritt nach vorne zwischen die Hände, auch mit dem rechten Bein dazu, finde wieder halbe Vorwärtsbeuge, ganze Vorwärtsbeuge, dann roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel, bring die Hände vor der Brust zusammen. Atme ein, bring die Arme nochmal hoch über die Seite, atme aus, zurück in deine Vorwärtsbeuge. Beug die Knie, roll dich wieder Wirbel für Wirbel hoch, atme ein, streck dich lang, atme aus, Vorwärtsbeuge. Atme ein, beug die Knie, roll dich hoch, streck dich lang, Arme hoch, atme aus, Vorwärtsbeuge. Atme ein, roll dich hoch, streck dich lang. Atme aus, bring die Hände vor der Brust zusammen. Setz dich in dein Utkatasana, den Stuhl. Atme aus, Vorwärtsbeuge. Atme ein, wieder halbe Vorwärtsbeuge. Diesmal platzierst du die Hände am Boden und steigst erst rechts, dann links nach hinten ins Brett. Bringst deine Knie, Brust, Kinn zum Boden. Ashtangasana, rollst dich mit der nächsten Einatmung nach vorne in die Cobra und mit der Ausatmung nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme ein, bring das rechte Bein nach oben, atme aus, steig nach vorne zwischen die Hände, atme ein, komm jetzt in dein hohes Lunge,
Hüfte ist gerade. Atme aus, bring die Hände zurück, steig zurück in den herabschauenden Hund. Ein, linkes Bein nach hinten. Aus, steig mit links nach vorne zwischen die Hände. Ein, komm in dein hohes Lunge. Aus, bring die Hände zurück zum Boden, steig nach hinten ins Brett und komm in dein Chaturanga. Roll dich nach vorne in den Cobra oder heraufschauenden Hund und roll dich nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Atme ein, schau nach vorne zwischen den Händen, mach ein paar Schritte oder einen kleinen Sprung nach vorne zu den Händen, halbe Vorwärtsbeuge, aus, ganze Vorwärtsbeuge, ein, komm zurück in den Stuhl, richte dich auf, aus, bring die Hände vor der Brust zusammen, ein, zurück in den Stuhl, Utkatasana, aus, Vorwärtsbeuge, ein, halbe Vorwärtsbeuge, aus, platziere die Hände und steig oder spring nach hinten ins Brett, Ashtangasana, Knie, Brust, Kinn. Ein, roll dich nach vorne in eine kleine Kobra, aus, herabschauender Hund. Ein, heb das rechte Bein, beug jetzt dein Knie und öffne deine Hüfte. Lass deine Schultern so gerade wie möglich und beginne jetzt mit dem rechten Bein mal drei große Kreise zu zeichnen. Wirklich ein bisschen Mobilität auch in dein Hüftgelenk zu bringen. Streck da dein rechtes Bein wieder weit nach oben. Atme aus und steig nach vorne zwischen die Hände. Atme ein, komm wieder in dein hohes Lunge. Atme aus, beuge die Ellbogen. Atme ein, streck dich lang. Atme aus, beuge die Ellbogen. Ein, streck dich lang. Aus, beuge die Ellbogen. Ein, streck dich lang. Finde mit den Händen den Boden und steig nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Einbring das linke Bein nach oben, öffne die Hüfte und beug jetzt dein Knie. Schau, dass die Schultern so gerade wie möglich bleiben. Und dann finde auch auf der linken Seite erstmal drei große Kreise mit deinem Bein. Finde Mobilität in deiner Wirbelsäule, in deiner Hüfte auch. Und dann steig mit dem linken Bein nach vorne zwischen die Hände. Atme ein, komm in ein hohes Lunge. Atme aus, beug deine Ellbogen. Ein, streck dich lang. Aus, öffne deine Brust, beug die Ellbogen. Ein, lang. Aus, beug wieder die Ellbogen. Ein, nochmal lang. Jetzt finde mit den Händen den Boden. Steig nach hinten ins Brett. Chaturanga zum Boden. Ein, nach vorne in eine Kobra oder heraufschauenden Hund. Aus, nach hinten herabschauender Hund. Steig oder spring nach vorne zwischen die Hände. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus in die ganze Vorwärtsbeuge. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben ins Utkatasana. Komm dann nach oben und bring die Hände vor der Brust zusammen. Bleib für einen Atemzug, öffne die Hände und komm wieder in den Stuhl Utkatasana. Atme aus in die Vorwärtsbeuge. Ein, wieder in die halbe Vorwärtsbeuge, streck dich lang. Aus, platziere die Hände, steig oder spring nach hinten ins Brett. Knie, Brust, Kinn. Roll dich nach vorne in eine kleine Kobra und drück dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Ein, öffne dein rechtes Bein. Aus, steig nach vorne zwischen die Hände. Ein, hohes Lunge. Aus, beug wieder die Ellbogen. Ein, streck dich lang. Aus, beug die Ellbogen. Ein, streck dich lang. Aus, beug die Ellbogen. Öffne jetzt deine Arm. Bring jetzt den linken nach vorne und dann den rechten Arm drüber. Und finde von hier deine Adlerarme. Entweder bleibst du gerade stehen oder du findest auch hier Bewegung in deinem Oberkörper, indem du einatmest, dich nach hinten beugst, ausatmest, die Ellbogen Richtung Knie bringst. Folg auch hier wieder deinem eigenen Atemrhythmus, nicht unbedingt meinen. Löse dann die Hände auf, bring die linke Hand zum Boden, dreh die rechte Hand nach oben in ein getwistetes Lunge. Ja, gedrehtes Lunge, find langsam mit den Händen zum Boden und steig nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Bring jetzt das linke Bein nach oben, zieh das Knie nach vorne, steig zwischen die Füße. Komm nach oben in ein hohes Lunge und öffne wieder deine Ellbogen. Atme ein, streck dich lang, aus, Ellbogen öffnen. Ein, lang,
aus. Ellbogen öffnen, streck jetzt die Arme, bring diesmal zuerst den rechten Arm nach vorne, den linken oben drauf, kreuz an den Ellbogen und finde deinen Adler. Auch hier, entweder bleibst du stehen oder du findest Bewegung im Oberkörper. Achtung, dass deine Beine aktiv bleiben, dein Beckenboden stabil. Löst dann langsam auf, bring diesmal die rechte Hand zum Boden neben deinen Fuß und bring die linke Hand nach oben in ein gedrehtes Lunge. Lass dann beide Hände zum Boden sinken und steig nach hinten ins Brett. Chaturanga, heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Schau nach vorne zwischen die Hände, steig oder spring nach vorne zwischen deine Hände, finde von hier halbe Vorwärtsbeuge, atme aus in die ganze Vorwärtsbeuge, ein zurück in den Stuhl, Utkatasana, richte dich auf, bring die Hände vor der Brust zusammen. Atme ein, zurück in den Stuhl, Utkatasana. Atme aus, Vorwärtsbeuge. Ein, halbe Vorwärtsbeuge. Aus, platziere die Hände, steig nach hinten ins Brett. Knie, Brust, Kinn. Von hier roll dich langsam nach vorne in eine kleine Kobra. Stell die Füße auf, zurück in den herabschauenden Hund. Ein, rechtes Bein weit nach oben. Aus, steig nach vorne zwischen die Hände. Ein, komm nach oben, hohes Lunge. Aus, öffne wieder deine Ellbogen. Öffne dann die Arme zur Seite, finde wieder Adlerarme, linke Hand unten, rechte Hand oben. Bring deinen Oberkörper diesmal tief, komm langsam wieder hoch und finde jetzt eine stabile Position. Bring dein Gewicht aufs rechte Bein und bring dein linkes Knie nach vorne. Vielleicht magst du den Fuß sogar ausstrecken und dann auf der rechten Seite auf den Boden stellen. Oder sogar in einen kompletten Adler kommen und das Bein einmal ganz rumwickeln. Schau da einfach, was für dich heute möglich ist und was für dich auch sinnvoll ist. Halt dein Becken, deinen Rumpf stabil, löst dann langsam wieder auf, schieb das Bein nach vorne und komm nach hinten in den Krieger 3. Du kannst natürlich die Arme lösen, wenn dir das mehr Stabilität gibt und stell den Fuß dann ab, komm in ein hohes Lunge, bring die Hände zum Boden, steig nach hinten in den Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben, aus, steig mit dem linken Bein nach vorne ein, komm wieder in ein hohes Lunge, aus, öffne die Ellbogen ein, streck dich lang, bring die Arme zur Seite, finde den Adler auf der anderen Seite, rechts unten, links oben, bring den Oberkörper einmal tief zum Knie. Richte dich dann wieder auf, stabile Beine, stabiler Unterbauch. Bring dein Gewicht aufs linke Bein, zieh den Fuß erst an, streck ihn aus und setz den rechten Fuß dann auf der linken Seite am Boden oder wickel ihn komplett herum in deinen Adler. Bleib hier für einen Atemzug und löse dann langsam wieder auf. Streck dein rechtes Bein nach oben, streck das Knie einmal aus und drück dich dann nochmal nach hinten in eine Variation des Krieger 3. Setz den Fuß hinten langsam ab, löse die Arme auf, komm nach oben in ein hohes Lunge, atme aus, bring die Hände zur Matte, steig nach hinten ins Brett, Chaturanga. Komm nach vorne in den heraufschauenden Hund, drück dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Schau nach vorne zwischen deine Hände, steig oder spring nach vorne. Atme aus, Vorwärtsbeuge, atme ein, halbe Vorwärtsbeuge, atme aus, komm wieder nach vorne, beug die Knie, atme ein, zurück in deinen Stuhl, richte dich auf, atme aus, bring die Hände vor der Brust zusammen. Atme ein, komm wieder in den Stuhl, Utkatasana, atme aus, Vorwärtsbeuge, ein, halbe Vorwärtsbeuge, aus, steig oder spring nach hinten ins Brett, Knie, Brust, Kenasthangasana. Atme ein, roll dich nach vorne in die Kobra, heb vielleicht die Füße und Arme kurz vom Boden ab. Atme aus, drück dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme ein, bring dein rechtes Bein wieder nach oben. Atme aus, steig mit dem rechten Fuß nach vorne, hohes Lunge. Aus, öffne die Ellbogen ein, streck dich lang. Finde auch hier wieder den Adlerarme links unter rechts.
Finde Bewegung im Oberkörper und übertrag dein Gewicht aufs rechte Bein. Streck das linke Bein nach vorne, überkreuze, stell am Boden ab oder finde komplett in den Adler. Streck das linke Bein vor, atme zurück, Krieger 3. Löse die Arme, dreh dich jetzt auf in deinen Halbmond. Beide Arme übereinander, Hüften übereinander und finde von hier langsam Krieger 2. Atme ein strecktes vordere Bein, bring die Arme nach oben, atme aus, beug das Knie, Arme zur Seite. Ein, mach dich lang, aus, zur Seite, wiederhol das noch einmal. Wunderbar, mit der nächsten Einatmung legst du den linken Arm auf dem linken Oberschenkel ab und öffnest die rechte Körperseite, glorreicher Krieger. Atme aus, bring den rechten Ellbogen auf den rechten Oberschenkel, seitlicher Winkel. Ein, wieder nach hinten, glorreicher Krieger. Aus, Ellbogen auf den Oberschenkel, seitlicher Winkel. Ein, nach hinten, bring jetzt gern deine Hand auf den Rücken oder vielleicht sogar zum rechten Oberschenkel. Zieh die rechte Körperseite wieder lang und aus, finde den seitlichen Winkel. Vielleicht magst du diesmal den Arm ganz auf dem Boden abstellen vor deinem Knie. Finde wieder eine lange Linie vom linken Fuß zu den linken Fingerspitzen. Komm langsam nach oben, streck das vordere Bein und finde dein Trikonasana, dein Dreieck. Löse langsam auf, finde mit den Händen zum Boden, beug das linke Knie und finde dein Skandhasana. Bring die linke Hand zum Boden, öffne hier nochmal die rechte Hand weit nach oben und mit der Ausatmung schließt du die Hände. Ein, öffne die Arme weit auseinander, aus, bring den rechten Arm nach vorne zum linken, ein, wieder nach oben und aus, nach vorne, bleib entweder hier oder finde deinen Bind, indem du die Hände hinterm Rücken zusammenbringst und dein linkes Knie dabei umarmst. Schau auf jeden Fall, dass dein Rücken lang bleibt. Löse langsam wieder auf, bring die Hände zusammen und bring dein Gewicht jetzt wieder nach vorne in den Krieger 2. Dreh die hintere Ferse hoch, komm ins Lunge, steig nach hinten in den herabschauenden Hund, atme ein, bring das linke Bein hoch, atme aus, steig nach vorne zwischen die Hände, finde dein hohes Lunge, öffne einmal deine Ellbogen und finde dann hier wieder den Adler auf der anderen Seite, rechte Hand unter der linken diesmal. Genau, andersrum, als du es gerade gemacht hast, auf jeden Fall. Finde hier auch wieder Bewegung im Körper, bring dann das Gewicht nach vorne, streck das Bein aus, finde noch einmal kurz deinen Adler, löse dann direkt wieder auf, streck das rechte Bein nach vorne und dann nach hinten. Krieger 3, öffne hier in deinen seitlichen Halbmond, das heißt Arme, Schultern übereinander, Hüfte übereinander und setz dann langsam das rechte Bein hinten ab, finde Krieger 2. Atme ein, streck das vordere Bein, bring die Arme nach oben, atme aus, beug das Bein, lass die Arme sinken. Wiederhol das nochmal in deinem eigenen Rhythmus und ein drittes Mal. Mit der nächsten Einatmung bringst du die rechte Hand aufs rechte Bein, machst die linke Körperseite lang. Mit der Ausatmung findest du den seitlichen Winkel auf der anderen Seite. Ein nach hinten, glorreicher Krieger. Aus, Ellbogen auf den Oberschenkel, seitlicher Winkel. Wiederhole noch einmal. Wenn du magst, kannst du diesmal den rechten Arm auf den Rücken legen oder hinterm Rücken zum linken Oberschenkel bringen. Und atme aus, find wieder deinen seitlichen Winkel. Wenn du magst, kannst du gerne diesmal die Fingerspitzen ganz zum Boden bringen. Schau aber, dass deine Schultern auf jeden Fall übereinander bleiben. Die Hüften auf und übereinander bleiben und nicht nach vorne sinken. Streck langsam das vordere Bein, finde dein Trikonasana. Schau, dass deine Arme in einer Linie sind, dass der Kopf weit nach vorne rauszieht. Finde dann langsam den Boden, beuge dein rechtes Knie und finde Skandhasana, dein seitliches Lunge auf dieser Seite. Bring jetzt die rechte Hand zur Seite, öffne links weit nach oben und im Rhythmus deines eigenen Atems kannst du ein paar Mal den linken Arm nach oben ziehen und nach vorne schließen.
Wenn es für dich erreichbar ist, dann gerne auch in den Bind, indem du die Hände hinter dem Rücken zusammen machst, den Kopf weit nach außen ziehst, den Rücken lang machst und das Becken tief ziehst. Löse langsam auf, bring die Hände zusammen, schieb dein Gewicht nach vorne, Krieger 2, komm runter in einen Lunge, drück dich nach hinten ins Brett, Chaturanga. Atme ein in den heraufschauenden Hund, atme aus, drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie, schau nach vorne, steig oder spring zu deinen Händen. Vorwärtsbeuge, ein in die halbe Vorwärtsbeuge, aus nach vorne, ein, roll dich nach oben über dein Utkatasana. Aus, Hände vor der Brust tief. Öffne deine Fußspitzen jetzt zur matten Seite und sink mit der Hüfte tief in dein Malasana, Yogi Squat. Du kannst gerne deine Ellbogen nutzen, um die Oberschenkel ein bisschen zur Seite zu drücken. Pass auf, dass die Knie in die gleiche Richtung zeigen wie die Zehenspitzen. Vielleicht musst du die Füße ein bisschen nach innen bringen, damit das so ist. Lass deinen Rücken lang, versuch den Nacken lang zu ziehen. Bring dann deine Hände erstmal zur Matte und schieb das Gewicht ein bisschen vor und rück auf die Hände und wieder zurück auf die Füße. Und dann steig oder spring von hier nach hinten ins Brett, Chaturanga, in den heraufschauenden Hund, in den herabschauenden Hund. Hebe dein linkes Bein nochmal nach oben, steig nach vorne zwischen die Hände und bring die Arme zur Seite, sodass du die lange Seite der Matte vor dir hast. Bring die Hände auf die Hüfte und sink dann nach vorne in deine Vorwärtsbeuge mit weit geöffneten Beinen. Schau, dass beide Fußspitzen nach vorne zeigen. Vielleicht magst du auch die Fußgelenke festhalten, um so deinen Oberkörper noch ein bisschen tiefer sinken zu lassen. Platziere dann die Hände erstmal unter dir und öffne dann einmal deinen linken Arm nach oben. Ich spiegel dich hier und komm wieder zurück. Öffne den rechten Arm nach oben und komm zurück. Wiederhol das nochmal. Schau, dass du wirklich aus Körpermitte drehst. Deine Hüfte sollte so gerade wie möglich bleiben. Wenn du magst, kannst du jetzt, wenn du den linken Arm oben hast, diesen auch auf deinen Rücken legen und vielleicht dein rechtes Bein beugen. Das ist eine Art gedrehtes Skandasana. Du hast hier eine kleine Dehnung für deine Schulter. Komm langsam wieder zurück, streck den Arm wieder hoch und wechsel zur anderen Seite. Indem du jetzt mit dem linken Arm nach vorne ziehst und mit dem rechten Arm zum linken Fußgelenk. Also du schaust praktisch unter deinen Arm durch, als wolltest du dein Brustbein nach oben zur Decke drehen. Genau, mach dir keine Sorgen, wenn du nicht zum Fußgelenk kommst. Vielleicht kommst du einfach in die Richtung oder ein bisschen höher an der Wade. Vielleicht kannst du auch die Knie ein bisschen gebeugt halten. Schau mal, was sich für dich gut anfühlt. Löse langsam auf und wir wechseln jetzt zur anderen Seite. Rechter Arm nach oben und auf den Rücken. Entweder du bleibst hier oder du kannst dein linkes Bein beugen und vielleicht sogar ein bisschen die Fußspitze nach außen drehen, dass du in ein Skandasana kommst. Wichtig ist nicht, wie tief du gehst, sondern wie gerade dein Rücken bleibt und dass dein Knie wirklich wieder in die gleiche Richtung zeigt wie die Fußspitze. Komm zurück, bring jetzt deinen rechten Arm nach vorne und finde mit dem linken Arm dein rechtes Fußgelenk. Also eine kleine Mischung aus Vorwärtsbeuge und Twist. Es gibt deinem unteren Rücken ganz viel Länge zurück. Löse dann langsam die Hände auf und bring jetzt beide Hände an die gegenüberliegenden Beine. Also die Arme sind vor deinem Oberkörper gekreuzt. Vielleicht kannst du deine gegenüberliegenden Oberschenkel festhalten. Vielleicht ziehen sie einfach nur in die Richtung. Beides ist vollkommen okay und denk immer dran, das hat alles immer ein bisschen damit zu tun, wie deine Körperproportionen auch sind. Wechsel gern einmal die Seite und lass deinen unteren Rücken los. Löse dann langsam mal die Hände und bring beide Knie runter auf die Matte und nimm dir ein bisschen Zeit, um zum Sitzen zu kommen. Und dann in dein Bodhanavasana zu finden, indem du die Füße vom Boden löst, die Fingerspitzen nach vorne ziehst, langsam das rechte Bein ablegst und das linke drüber stellst.
Den rechten Arm ziehst du jetzt nach oben und bringst den rechten Ellbogen an die Außenseite des linken Knies und gehst hier nochmal in deinen Twist, die linke Hand kannst du hinter dir platzieren, um deinen Rücken lang zu machen. Schau locker über die linke Schulter, ohne zu viel Spannung im Nacken zu haben. Schau, dass beide Sitzbeinhöcker in der Matte bleiben und die Wirbelsäule ganz lang wird. Nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge hier. Und komm dann langsam zurück. Nimm einmal deinen Unterschenkel in die Hand, entweder in die Hände oder vielleicht sogar bringst du die Ellbogen drumherum. Finde einfach ein bisschen Platz in deinen Hüftgelenken. Bewege dazu den rechten Fuß ein bisschen vor und zurück. Und dann streck dein linkes Bein einmal nach vorne aus. Nimm entweder den Fuß oder den Unterschenkel oder die Oberschenkelrückseite, was für dich gerade verfügbar ist. Platziere dann den linken Fuß einmal neben dem rechten und greif mit der linken Hand von innen drum herum. Vielleicht kannst du deine Hände hinterm Rücken zusammenbringen in einem Bein. Vielleicht legst du sie aber einfach auf den Boden ab. Das ist auch vollkommen okay. Spür da in deinen Körper rein. Und versuch da wieder etwas Länge zu finden in deinem Rücken, deinem Nacken. Und nutz vor allem deine Atmung, um die Spannung da wirklich aufzulösen. Komm dann langsam wieder zurück. Stell das linke Bein übers rechte und beug jetzt auch dein rechtes und komm in dein Shoelace, also deine Knie übereinander. Mach dir keine Sorgen, wenn die Knie nicht aufeinander sind. Schau einfach, wie weit es für dich geht. Und wenn du magst, kannst du auch deinen Oberkörper einfach nach vorne über die Knie hängen lassen. Das ist eine Position, die ist wirklich sehr individuell. Also vielleicht bleibst du hier mit dem Rücken aufrecht, nutzt deine Arme, um dich abzustoßen. Oder du legst einfach deinen Oberkörper nach vorne. Ich nehme hier immer gerne meine Füße in die Hand. Genau, dann löse langsam auf, bring die Arme immer nach oben und vor der Brust tief. Entknote dann deine Beine und komm zurück in dein Boot Navasana. Strecke jetzt das linke Bein aus und bring das rechte Bein übers linke drüber. Streck den linken Arm nach oben, bring den linken Ellbogen zum rechten Knie, um in deinen Twist zu kommen. Schau, dass deine Wirbelsäule wirklich lang ist, beide Schultern auf der gleichen Höhe, stütz dich mit rechts am Boden ab und schau über die rechte Schulter nach hinten. Und vergiss bitte nicht zu atmen. Mit jedem Atemzug merkst du, wie ein bisschen mehr Platz zwischen deinen Wirbeln entsteht, wie die Spannung ein bisschen abfließt. Und dann kannst du langsam das Ganze auflösen und einmal deinen rechten Unterschenkel in die Hand nehmen, entweder mit den Händen oder mit den Ellbogen umarmen und ein bisschen Bewegung in dein rechtes Bein und dein rechtes Hüftgelenk bringen. Wunderbar. Dann streckst du langsam das rechte Bein aus, soweit es für dich halt möglich ist. Du kannst entweder den Fuß, den Unterschenkel oder das Knie festhalten. Es geht dabei nicht darum, das Bein zu strecken, sondern den Rücken möglichst lang und die Schultern möglichst unten zu lassen. Gleichzeitig ein bisschen Länge zu finden. Dann stellst du das rechte Bein wieder übers linke drüber, beugst jetzt auch das linke und kommst in dein Shoelace auf der anderen Seite. Also beide Knie übereinander. Entweder bleibst du aufrecht sitzen oder wenn es sich für dich gut anfühlt, kannst du auch den Oberkörper nach vorne legen und wie ich hier einmal deine Hände auf die Füße legen. Schau aber, dass beide Sitzbeinhöcker in jedem Fall auf der Matte bleiben, geerdet bleiben. Und wenn du magst, schließ hier auch einfach mal die Augen, um mal reinzuspüren, wie sich diese Position anfühlt.
Und komm dann langsam wieder hoch. Streck die Arme nach oben, bring die Hände zusammen und vor der Brust tief. Löse langsam die Position wieder auf. Stell deine Füße jetzt auf. Rutsch ein bisschen nach vorne. Bring die Arme nach vorne und roll dich Wirbel für Wirbel zur Matte ab. Dann ziehst du deine Knie nochmal nah zum Kinn, Apanasana. Und bringst deine Hände zur Matte. Mit ein bisschen Schwung bringst du jetzt deine Fußspitzen hinter deinen Kopf in deinen Pflug. Genau. Du kannst entweder die Hände ineinander bringen und nach vorne strecken oder vielleicht auch die Hände an deinen Rücken nehmen, wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, um das Becken oben zu halten. Nimm jetzt auf jeden Fall die Hände an den Rücken und streck ein oder vielleicht sogar beide Beine nach oben in deinen Schulterstand. Mach dir aber keine Sorgen, wenn das viel zu anspruchsvoll ist, dann komm einfach zurück in dein Apanasana, deine Rückenlage mit angezogenen Knien. Wenn du im Schulterstand bist, schau, dass auf keinen Fall Gewicht auf deinem Nacken ist. Setz die Fußspitzen langsam wieder ab. Bring die Hände zurück zur Matte und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Lass deinen Bauch aktiv, um die Beine langsam zum Boden zu bringen. Beug dann die Knie und lass sie nach außen fallen, während du deine Fußsohlen zusammenbringst. Leg deine rechte Hand auf den Bauch und deine linke auf deine Brust. Schließ gern nochmal deine Augen und beobachte hier einmal deine Atmung. Spür mal in die Hände rein, wie sich die Bauch- und Brustdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen auch wieder senkt. Spür mal komplett in den Körper rein, wie der sich anfühlt nach dieser intensiven Praxis. Und wenn du magst, kannst du entweder hier im Supta Baddha Konasana bleiben oder deine Beine und Arme ganz ausstrecken und in deine Endentspannung Shavasana kommen. Und hier nochmal für einen Moment alles komplett loslassen, die Spannung aus deinem Körper abfließen lassen. Einfach mal passieren lassen. Genießen und loslassen. Bleib so lang im Shavasana, wie sich das für dich gut anfühlt. Und bring dann deine Hände auf deine Brust. Vielleicht kannst du noch mal deinen Herzschlag finden. Formulier noch mal in deinen eigenen Worten ein kleines Dankeschön an dich selbst, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, was Gutes zu tun für deinen Körper, für deine Seele. Und finde dann langsam in deinem eigenen Weg wieder in deinen Körper. Beweg die Füße, Beine, Arme, Hände. Roll dich vielleicht nochmal zur Seite, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und komm dann in deinem eigenen Weg nochmal nach oben.
zum Sitzen. Atme noch einmal tief durch. Schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Namaste.